Please don't leave my room again. You're the only thing that made me feel like this year is still worth living. I wish I didn't have to write a song about how everyone here hates me. So I'll drown in my mistakes that I can't fix. Pretty weak, and that's the way you abuse me, and that's the way you destroy me, and that's the way that you hate me every fucking day. And I'm so sick of getting stoned in the shower. My lungs collapse and I lay there for hours, 'cause I don't wanna waste a breath on anything. The places I fly with these broken wings, and it's true that I
Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Hallo an euch da draußen. Ich wünsche euch zum einen einen wunderschönen guten Abend und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zum anderen befinden wir uns immer noch in Amerika und lauschen heute dem Sound der DTM 2014 Boliden Class One in Amerika auf dem Kurs mit Ohio. Ein technisch sehr, sehr anspruchsvoller Kurs. Wir sind das letzte Mal, lasst mich kurz überlegen, Indianapolis gefahren. Der bietet jede Menge Überholmanöver. Hier und heute wird das Ganze ein bisschen anders aussehen. Qualifying umso wichtiger, sich hier gut zu positionieren, möglichst weit vorne zu stehen. Denn Überholmöglichkeiten gibt es hier nicht viele. Wenn, dann sowieso nur mit DRS, ganz klar. Und zum anderen geht es hier wirklich auf und ab. Das heißt, das Fahrzeug wird auf der Hinterachse diverse Male leicht, wird dann im nächsten Moment gleich wieder runtergedrückt. Also ein hoher G-Kräftewechsel heute hier auf der Strecke. Ja, man möchte sagen, so eine kleine Achterbahn. Aber das Ganze könnt ihr euch natürlich gleich selber anschauen. Wir gehen jetzt mal ins Qualifying, während wir uns hier einen Premium-Platz in unserem Studio gesucht haben, oben auf der Brücke mit Blick Richtung Boxengasse. Ihr habt die Fahrzeuge rausfahren sehen. Wir schnacken jetzt gar nicht mehr lange, sondern gehen ratzfatz mal ins Rennen beziehungsweise ins Qualifying und bin gespannt, was uns da heute mal geboten wird von den Protagonisten. Wir haben aktuell 19 Fahrer auf dem Server anwesend, ein volles Starterfeld. Einige sind urlaubsbedingt immer noch out of order. Lieben Gruß an Chris, der sicherlich an dieser Stelle zuschauen wird und sich das ganze Spektakel vom Urlaub aus, wo auch immer, mit einem gepflegten Bier anschauen wird. Also in diesem Sinne Prost und lasst es dir schmecken und ich hoffe, ihr schaut heute weiter, während wir da schon mal den ersten Wegdreher gesehen haben vom BMW. Konnte jetzt nicht genau erkennen, wer das war. Ich hoffe, er ist da nicht zu hart angeschlagen, denn absolutes Qualifying-Verbot. Ja, ganz genau, wir fahren mit absolutem Qualifying-Verbot. Nein, natürlich nicht, wir fahren mit Escape-Verbot. Das heißt, wenn ich das Auto einplanke dann und es nicht mehr bewegen kann und nicht mehr aus eigener Kraft in die Box schaffe, muss ich escapen und dann ist das Qualifying für mich gegessen und ich habe dann quasi den Platz im Qualifying ergattert, der aktuell auf der Uhr steht. So, wir haben, gehen wir doch mal in den aktuell Meisterschaftsführenden ins Cockpit, der da gerade in die Box rein oder rausfährt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, da sieht mir nach reinfahren aus. Dann machen wir es mal anders, denn ich habe ihm, er sehe es mir nach, beim letzten Mal vergessen. Wir gehen in das Cockpit von Oliver Rast und schauen uns den Mann mal bei der Arbeit an und machen gleich mal so eine leichte Streckeninstruktion hier jetzt zugefahren auf China Beach, Turn 4, 5 und 6 rein in die S's, Turn 6, 7 und 8, hier jetzt 6, dann kurze Linkskurve, Turn 7, und Turn 8 komplettiert die S's, dann geht es mit einer leichten Knick rechts und einer etwas schärferen Kurve rechts
in den Thunder Valley, warum immer er auch so heißen mag. Vielleicht kennt einer von euch die Geschichte dahinter. Rein ins Karussell, dann kurzer Turn links, Turn 13, ab auf Start und Ziel und dann ist die Runde komplettiert. Hier Turn 1, schon sehr wichtig, möglichst viel Schwung mitnehmen, möglichst viel Strecke mitnehmen. Da sehen wir schon einen leichten Staubwirbel. Geht jetzt in die Spitzkehre, ins Keyhole, wenn man das Ganze von oben sieht. Vielleicht haben wir nachher noch kurz Zeit, uns das Ganze von oben anzuschauen. Dann wird es auch schlüssig, warum das Schlüsselloch heißt. Wortspiel war gewollt. Denn von dort hat das Ganze nämlich tatsächlich eine Form eines Schlüssellochs. So, das soll es von unserem Olli gewesen sein. Wen haben wir denn noch? Wir haben Joyce Blöcker, den derzeit Meisterschafts-Zweitplatzierten. Schauen wir mal, ob er heute auch mit Bild dabei ist. Jawohl, da sehen wir ihn. Macht hier schön Platz für, ich meine, das müsste Dirk Stenzel gewesen sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch Joyce Blöcker wieder am Start mit aktuell absoluter Bestzeit, eine 1:18.399. Bin ich gespannt, ob da jemand drankommt. Joyce, schneller Fahrer. Ich habe heute aber schon ganz knapp die 1:17er verpasst gesehen. Und das war nicht von Joyce. Also bin ich gespannt. Während Marcel Seger gerade 3 Zehntel sich hinter unserem Joyce platziert. Wen haben wir heute noch dabei? Wir haben heute auch wieder mit dabei unseren Schweizer Nils Rumpf. Und gehen hier doch auch gleich mal ins Cockpit. Nein, er ist heute nicht mit Bild dabei. Das heißt, wir gucken einfach mal, was sein Teamkollege und ebenso Schweizer Daniel Töni gerade macht. Aktuell auf P11, ganz knapp vor den Top 10 platziert im Qualifying. Während wir noch knapp 14 Minuten Zeit haben, die Zeit zu verbessern. Schauen wir mal in Richtung Timo Konietzny. Und da ist der gute Mann am Steuer seines Thrustmasters. Das müsste ein TC Racer sein oder wie das auch immer genannt wird. Ja, sitzt hier in seinem, wer von euch die Serie, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, ich glaube... ist ja auch egal, aber das sieht mir so ein bisschen nach Winter Wonderland aus hier. Da ist jede Menge Spaß für Groß und Klein geboten. Hat auch diverse Modelle hinter sich stehen, neben sich stehen. Also eine richtig geile Racing-Ecke von Timo Konietzny. Und auch Mike Pönitsch ist heute wieder mit dabei. Und da schauen wir doch mal. Mich hat eben gerade die Nachricht erreicht. Der Mike ist nicht ganz auf der Höhe heute, erkältungsmäßig ein wenig angeschlagen. Zum Glück sieht man das unter seiner Brille nicht, aber da sei auch nochmal der Hinweis erlaubt. Achtung, solange jetzt, wenn auch noch Fieber dazu kommt und man sich einfach nicht fühlt, dann lasst es doch das Streichergebnis sein und bleibt im Bett liegen. Zwingt euch nicht dazu, hier am Steuer zu sitzen, wenn es nicht unbedingt sein muss, denn... ich glaube, da können einige diverse Leute ein Lied von singen, was denn da passieren kann. Und das geht dann unter Umständen vielleicht auch mal nicht glimpflich aus. In diesem Fall hoffen wir das natürlich nicht. Mike, hoffentlich hältst du durch, denn eine Stunde Rennen plus 20 Minuten Qualifying ist dann doch auch körperlich sehr, sehr anstrengend. Das... Aber jetzt erstmal zu Mike und wir gucken mal, was Sascha Ziefle macht. Er hat sich zumindest mal hinter Joyce Blöcker platziert, jedoch ja ganz knapp 1,5 Zehntel ungefähr von ihm kam vorhin die absolute Bestzeit im Training. Er scheint aber aktuell nicht mehr ganz dran zu kommen, fährt jetzt in die Box, wird sich nochmal einen frischen Satz Reifen holen, hat aber zumindest mal im ersten Sektor nicht nur seine, sondern die absolute Bestzeit geholt. Um knapp 1 Zehntel geschlagen, hilft bloß alles nichts, wenn man nicht genug Sprit mit hat und wirklich auf eine Hotlap gegangen ist und die dann
aber leider Gottes nicht gereicht hat für P1 im Qualifying. Sascha aber bekanntermaßen ein sehr starker Starter. Das heißt, da kann es für ihn unter Umständen am Start direkt relativ weit nach vorne gehen. Und da müssen wir auch mal gucken, wie das nachher in der Startaufstellung aussieht. Ob denn P1 überhaupt positionstechnisch die günstigste Position, Startposition darstellt. Da sind wir in ungefähr 15 Minuten, sind wir da ein wenig schlauer, wenn es dann heißt, Rennen geht los. So, den Sascha haben wir auch gezeigt. Wen haben wir denn heute noch da? Ich glaube, das war es jetzt soweit von den Camps, die mir bekannt sind. Das heißt, wir können mal schauen, wie Joyce Blöcker hier aber mal richtigen Abflug gemacht hat. Das heißt, das Qualifying für Joyce ist in diesem Fall beendet. Bei noch knapp 10 Minuten, also gerade mal die Hälfte, hat das Fahrzeug ohne Schaden überstanden. Und das ist genau das, was ich sagte. Und man sieht es hier in den Einstellungen auch im Bild relativ deutlich. Da geht's hoch, da geht's runter. Viele Lastwechsel von links auf rechts. Das Fahrzeug wird leicht, da muss man warten, bis man mit dem Lenkanschlag wirklich anfängt. Ein sehr technisch anspruchsvolle Strecke, und Joyce Blöcker, zumindest mal gute Nachrichten, er hat es dann zumindest das Auto noch zum Fahren gebracht. Ich glaube nämlich eher, das war jetzt gerade mal wieder so ein typischer, ja, Ghosting-Fehler auf dem Server. Obwohl, nein, er ist definitiv eingeschlagen, hatte aber zu dem Zeitpunkt die absolute Bestzeit in Sektor 1. Die ist dann dadurch abhanden gekommen. Jetzt habe ich hier gerade einen OBS-Fehler. Warum habe ich denn einen OBS-Fehler? Also das geht mir mal mächtig auf den Keks. Ich gucke gerade mal. Ich verbinde mal. Ja, ich weiß nicht, was das heute wieder mit OBS ist. Es gab heute oder gestern ein Update vom OBS, welches ich auch installiert habe, in der Hoffnung, dass dadurch einige Bugs, die mir dann doch in letzter Zeit relativ häufig aufgefallen sind, beseitigt worden sind. Aber es scheint tatsächlich immer noch so ein bisschen zu mucken. Vielleicht ist es heute auch mal meine Internetverbindung, wobei ich da schon ganz, ganz lange keine Probleme mehr mit hatte. Ich sehe gerade im Stream Standbild, keine Sorge, das wird sich gleich wieder ein wenig normalisieren. Das ist total ärgerlich, aber es ist nicht zu ändern. Und solange es jetzt in Anführungsstrichen nur im Qualifying passiert, ist es halt so. Wir gehen weiter durch die Liste und sehen Jürgen Fucke mit einer bombastischen Leistung aktuell auf P5, knapp 6 Zehntel hinter Joyce Blöcker. Dann haben wir Chris Olm mit einer nicht minder hervorragenden Leistung, knapp 6 Hundertstel hinter Jürgen Fucke und somit auf P6. Dann haben wir Daniel Töni, der sich gerade in dem Moment auf P7 nach vorne geschoben hat. Dann doch schon mit einer etwas weiteren Abstand mit knapp 1,2 Sekunden auf P7. Dann haben wir Oliver Rast auf P8, haben wir vorhin schon live und in Farbe gesehen. Dann haben wir unsere Dame Kascha Lisa Hansen mit einer starken Performance auf Indianapolis. Hofft sie da heute wieder so ein bisschen angreifen zu können, auch in Richtung Teamwertung. Und in Richtung Meisterschaft natürlich auch. Immer eine heiße Anwärterin oben auf einen Podiumsplatz. Aktuell auf P9 wird sich im Rennen dann aber mit Sicherheit noch um einiges verbessern. Dann haben wir direkt dahinter Achim Sonnborn mit knapp 1,4 Sekunden hinter Joyce Blöcker auf P10. Komplettiert das P10 im BMW Bank Audi. Dann haben wir Mike Pönitsch, unseren, kränkelt ein wenig, und das sieht man dann auch an der Position, ist sonst auch wesentlich weiter vorne anzutreffen, aktuell auf P11. Dann haben wir André Geben heute auch wieder mit am Start, finde ich super, mit einem starken P12. Hoffen wir mal, dass er mit seiner VR-Brille auch wieder durchhält, dass er sich da jetzt so ein bisschen dran gewöhnt hat. Vielleicht ist das Ganze ja auch gar kein Thema mehr. Dann haben wir Chris Wild, der hat sich mit Sicherheit ein bisschen was anderes vorgestellt.
als P13. Der Umstand, dass er jetzt nicht rausfährt und wenn er das in den nächsten Sekunden ebenfalls nicht tut, lässt vermuten, dass er da irgendwo abgeflogen ist und somit im Qualifying nicht wieder rausfahren kann. Und das ist natürlich, man muss fast schon sagen, eine Ohrfeige von P13 starten zu müssen bei einer Strecke, die da tatsächlich nicht viele Überholmanöver bietet. Und selbst wenn sie das ein oder andere Positionchen hat, wo man dann tatsächlich mal aus dem Windschatten rausbrechen kann, muss dann aber der direkte Verfolger bzw. der Vorwegfahrende auch mitspielen und die Tür auflassen. Insofern bin ich gespannt. Ich prognostiziere mal heute nicht sonderlich viele Überholmanöver, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Dann haben wir P14, Nils Rumpf, unseren zweiten Schweizer, mit knapp 2,2 Sekunden hinter Joyce Blöcker auf P15. Dann haben wir Sven Frahm auf P16 im AMG Mercedes unterwegs für die eSports Racing Community. Sehr konstanter Fahrer, während wir da wieder einen BMW direkt frontal vor die Mauer eingeparkt sehen. Sehr konstanter Fahrer. Bin ich gespannt, ob er aufgrund seiner Konstanz und seiner sehr, sehr geringen Fehlerquote heute wieder ein paar Plätze nach vorne gut machen kann. Dann haben wir Alex Brender. Das hat er sich auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube, aktuell Meisterschaft auf Platz 8, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Euronics Mercedes. Hat vielleicht auch den einen oder anderen Disput mit der Strecke auszufechten. Aktuell auf P17. Das gleiche gilt für Andreas Renner. In derselben Livery unterwegs, Teamkollege von Alex Brender, aktuell auf P18. Und dann sehen wir vielleicht genau das, was wir auch in Indianapolis gesehen haben. Die beiden Euronics Mercedes im Formationsflug über die Strecke. Und last but not least Dirk Stenzel im roten Audi Sport mit der Nummer 8, aktuell auf P19. Sascha Ziefler hat mittlerweile die Zeit von Joyce Blöcker geknackt und zwar auch die erste 1.17er Zeit. Stark gemacht von Sascha Ziefler. Das steht jetzt erstmal und da muss Joyce Blöcker sich ganz schön lang machen, die Zeit eventuell noch angreifen zu können. Denn 1.17, das ist das erste Mal, dass ich nach diversen Besuchen auf dem Server eine 1.17er Zeit sehe. Ich glaube nicht, dass Joyce Blöcker da nochmal kontern kann, aber lasse mich gerne eines Besseren belehren. Momentan steht aber zumindest erstmal die absolute Bestzeit, Tagesbestzeit bis diesen Moment für Sascha Ziefle, für den Meister des letztjährigen DTM-Events bzw. der DTM-Liga mit den 2020-Fahrzeugen und den 2016er im Multiclass. So, darunter hat sich erstmal nichts verändert. Joyce Blöcker weiterhin auf P2. Versucht hier seine Zeit nochmal zu verbessern. Hat zumindest mal im Sektor 1 einiges gut gemacht. Kommt jetzt hier aber relativ quer durch das Karussell und wird da einiges an Zeit verloren haben. Das heißt, hier zumindest mal keine Zeit verbessern für Joyce Blöcker. Aber bleiben wir doch gleich mal drauf und schauen uns mal die erste Sektorzeit an. Reifen sollten jetzt warm sein, kommt hier aber schon relativ weit raus. Weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht die ein oder andere Hundertstel schon gekostet hat oder ob das einfach nur verdammt schnell war. Jetzt hier ins Schlüsselloch, in die Spitzkehre, wieder runter in Richtung Turn 3, ganz leichter Rechtsbogen. Da sehen wir ihn. Und da müsste auch jeden Augenblick die Sektorzeit stehen. Und da sind 500stel im Rückstand. Das ist erstmal noch nichts. Das hat noch nichts zu bedeuten. Jetzt gilt es. Jetzt kommt der technisch anspruchsvolle Teil mit den S's. Fahrzeug liegt sehr unruhig. Das kann man von außen schon relativ gut sehen. Und während wir da, ich meine, das war Nils Rumpf, mal auf Abwägen gesehen haben, das hat den Joyce auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ein bisschen aus der Fassung. Aber schauen wir, was dann die Sektor 2 Zeit sagt. Nein, da hat er schon knapp 4 Zehntel verloren. Da scheint das Setup von Sascha Ziefle im Sektor 2 tatsächlich besser zu funktionieren. Wir schauen, was Martin Manteuffel macht. Kann er da vielleicht nochmal P4 angreifen? Werden sich hier die drei
Protagonisten vielleicht selber so ein bisschen im Weg standen. Das wird jetzt keine Zeit mehr geben. Das heißt, das, was wir da links im Tower sehen, wird jetzt auch das Endergebnis sein. Da wird keiner mehr seine Zeit verbessern können. Und dann heißt es erstmal, herzlichen Glückwunsch, Hälfte der Miete geschafft. Ersten Punkte eingefahren, Sascha Ziefle für die ERC Academy auf P1, gefolgt von Joyce Blöcker, der mit einem guten Start da vielleicht noch so ein bisschen auch die Pace vorgeben kann. Dann Marcel Seger mit einem starken P3. Martin Manteuffel mit einem sehr, sehr starken und respektablen P4. Chris Olm P5 ebenfalls sehr stark heute gefahren. Jürgen Fucke auf P6 für Lahme Ente Racing. Kascha Lisa Hansen. Dann haben wir Mike Pönitsch auf P8. Daniel Töni auf P9. Und Oliver Rast auf P10. Und dann geht es jeden Augenblick ins Warm-up, das heißt für uns, wir schauen uns das Ganze mal von oben an. Ich werde nebenbei mal den Meisterschaftsstand einblenden und bin dann in 4,5 Minuten circa wieder für euch da. Bis dahin viel Spaß mit dem Blick von oben.
So, und da sind wir zurück bei noch knapp 45 Sekunden auf der Uhr im Warm-up. Das ist noch Zeit genug, um einfach auch mal einmal Dankeschön zu sagen an euch Fahrer, die ihr da immer fleißig mitfahrt, und natürlich euch Zuschauer, die ihr das Ganze auch live auf YouTube verfolgt. Zum anderen möchte ich aber noch mal ein bisschen Werbung machen, denn wir haben aktuell eine GT3-Liga geplant, beziehungsweise so halb geplant, wir warten erstmal, bis sie voll ist, wieder so die Resonanz ist gefahren, wird in jedem Fall mittwochs um 20 Uhr, also wenn da jemand von euch Interesse hat auf eine GT3-Liga mit Livestream, werde ich dann auch übernehmen den Livestream für die GT3. Aktuell sind es 10 Anmeldungen, kommt auf unserem Discord und fragt, dann werdet euch geholfen und ihr könnt unter Umständen dann bei der bald startenden GT3-Liga mitfahren. Ansonsten hätten wir auch für Formel-Fans noch die virtuelle Formelmeisterschaft, die aktuell im Gang ist. Zwei Rennen müssten da im Sack sein. Dritte folgt nächsten Sonntag. Und dann, wie auf Stichwort, sind wir fertig mit der Werbung für unsere eSports Racing Community und deren Ligen und begeben uns so langsam ins Grid. Und dann sehen wir das schon, das geht sehr, sehr huckelig los mit Ohio in den Staaten. Und möchte jetzt fast mal sagen, dass die Außenseite da tatsächlich vielleicht die bessere Seite ist. Aber wenn da jemand die Arschbacken zusammenkneift und vielleicht einen guten Start erwischt in Form von Joyce Blöcker, kann er da schon direkt an Turn 1 Attacke starten. Und so langsam sehen wir alle Fahrzeuge im Grid. Dahinter scheint sich jetzt noch eine Lücke füllen zu müssen. Auch links ist noch eine Lücke und dann sind jeden Moment die Ampeln zumindest schon mal auf Rot gestellt. Jawohl, jetzt haben wir sie alle im Grid. Anschnallen, los geht's. Alle Ampeln auf Rot. Jeden Augenblick gehen die Ampeln aus. Und dann ist auch das dritte Rennen eröffnet für die virtuelle Turnwagenmeisterschaft. Und Sascha Ziefle kommt zumindest vom Start her schon mal gut weg, während wir da hinten so die ersten Berührungen sehen. Joyce Blöcker kann sich zumindest mal neben Sascha Ziefle setzen und kommt vorbei. Kommt er vorbei? Nein, er kommt nicht vorbei. Doch, er kommt vorbei. Kann sich jetzt zumindest mal vor Sascha Ziefle positionieren mit einem Bombenstart. Und das hat Sascha Ziefle mit Sicherheit so nicht kommen sehen. Normalerweise ein sehr, sehr guter Starter, wenn wir hier schon einen haben, der da ein bisschen weit geht. Das müsste Chris Olm gewesen sein. Wird da einiges an Zeit liegen gelassen haben. Und Sascha Ziefle muss sich jetzt den Angriffen von Jürgen Fucke, der einen Bombenstart hingelegt hat, erwehren. Jetzt die lange Gerade runter auf Richtung China Beach, muss sich Jürgen Fucke jetzt aber geschlagen geben und muss aufpassen, dass Martin Manteuffel nicht auch noch vorbeigeht. Das macht er in diesem Fall. Martin Manteuffel vorbei an Jürgen Fucke und auch hier Probleme bei Chris Olm, hat aber aktuell noch P6 inne. Und hier fahren die Fahrer wie an der Perlenkette gereiht und Joyce Blöcker konnte sich da zumindest schon mal von Sascha Ziefle ein bisschen absetzen. Vielleicht. Und wir werden auf alle Fälle einen Boxenstopp geben, aber nicht, dass der Joyce Blöcker da vielleicht sogar mit einem leichteren Fahrzeug unterwegs ist. So deutlich hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er sich da absetzen kann. Sei es drum, wir schauen mal ein wenig weiter nach hinten ins Feld, wo Kascha Lisa Hansen bei Daniel Töni im Heck ein wenig drückt, sich ein wenig im Rückspiegel zeigt. So langsam tut sich da, und das haben wir auch schon im Qualifying an den Zeiten gesehen, zwischen Daniel Töni und Chris Olm eine leichte Lücke auf, während wir Timo Kornitzny funkenflugend angreifen auf André Gewin. Ist jetzt zumindest schon mal daneben, da hat der André die Tür ein bisschen weit aufgelassen, geht jetzt in Turn 2 rein. Kommt hier souverän dran vorbei und hat zumindest schon mal einen Platz gut gemacht und für die Teamwertung einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Und greift hier auch gleich noch Mike Pönitsch an. Mike Pönitsch, das nächste Opfer, ist hier ganz schlecht aus Turn 2 rausgekommen. Da kann Timo Kornitzny von profitieren. Und vielleicht erleben wir mal das, was wir bei den ersten beiden Rennen nicht so wirklich erlebt haben. Eine Strecke, die den Sternen, dem Mercedes AMG, vielleicht ein bisschen mehr liegt. So, Sven Frahm ordentlich Boden verloren, ist hier gerade im Zweikampf mit Dirk Stenzel. Er hat sich zumindest schon mal daneben gesetzt.
Aber die beiden haben noch nicht so wirklich entschieden, wer jetzt hier als Erster aus der Kurve geht. Momentan Dirk Stenzel noch leicht vorne. Ja, das sind alles leichte Berührungen. Die müssen sein, die dürfen sein, die sollen sein. Das ist Rennaction, das wollen wir genau so sehen. Während Alex Brender aktuell die rote Laterne trägt, kann sich jetzt aber hier an Sven Frahm vorbeisetzen. Und da kriegt er einen auf die Hinterachse. Und dann ist Sven Frahm zumindest für den Moment rausgedreht, muss sich jetzt hier aus dem Kiesbett befreien. Und da muss man sagen, da war er vielleicht ein bisschen übermutig, ist ja auf die Hinterachse und hat im Endeffekt sich selber mehr geschadet als seinem Gegner. Muss jetzt hier erstmal die Reifen wieder ein bisschen sauber fahren, sollte jetzt vorsichtig ins Rennen rangehen. Es ist noch genug Zeit, wir haben noch knapp 56 Minuten auf der Uhr. Da ist noch jede Menge Zeit, Bodem weiter nach vorne gut zu machen. Und der Rückstand von 5 Sekunden, der kann unter Umständen auch schnell wieder aufgeholt werden. So, machen wir weiter im Text. Alex Brender im Heck von Nils Rumpf. Kann da der Alex am Nils vorbeigehen? Zumindest scheint er mal einen besseren Exit aus Turn 2 erwischt zu haben. Ist jetzt mal daneben, aber Nils Rumpf macht hier geschickt die Linie zu, also von daher hier keine Änderung. Dann haben wir Chris Olm, der ja so ein bisschen Probleme hatte in der ersten Runde, hat sich aber gut gefangen, kann zumindest mal den Anschluss an Jürgen Fucke halten. Während Kascha Lisa Hansen zumindest mal ordentlich was am Boden verloren hat. Und Dirk Stenzel macht da weiter, wo er aufgehört hat in der virtuellen Formelmeisterschaft. Arbeitet sich so langsam nach vorne, ist im Heck von Andreas Renner und guckt sich das Ganze jetzt mal ein paar Minuten an und wird dann sicherlich an der einen oder anderen Stelle einen Angriff setzen. So, Mike Pönitsch hat sich gefangen, ist im Heck von Timo Konitzny. Wird es da ein Zurückholen seines Startplatzes, seines Platzes von vor zwei Runden geben? Auf P8, Timo Konitzny hat da einen Blitzstart hingelegt, ist richtig wach von Anfang an im Rennen, macht hier jede Menge Positionen gut, während Sascha Ziefle an Joyce Blöcker dran ist. Sascha Ziefle an Joyce Blöcker, die beiden haben sich jetzt wieder gesucht und gefunden. Das ist ein Zweikampf auf höchstem Niveau, konnten sich aber auch schon ein bisschen absetzen von Martin Manteuffel auf P3, der da schon die eine Position gut gemacht hat. Wir sehen nämlich Marcel Seger, der hier aber komplett blöd auf der Strecke steht. Das scheint mir nach einem Hardware-Fehler in der Base auszusehen. Mike Pönitsch immer noch im Heck von Timo Konitzny. Hoffentlich wissen die alle, dass der da steht. Haben das alle schon gesehen. Marcel Seger durchgereicht worden von P3 runter auf P19. Und das sieht mir nicht aus, als ob er da weiterfahren könnte. So, umso stärkere Leistung von Martin Manteuffel, der aber immer noch so ein bisschen ja, in Sichtweite von Sascha Ziefle und Joyce Blöcker sich aufhält, kann da vielleicht auch ein bisschen von dem Zweikampf von den beiden profitieren, aber Sascha Ziefle scheint sich jetzt im Moment erstmal so ein bisschen zurückzuziehen, vielleicht auch nicht ganz so viel in der Dirty Air sich aufhalten zu können, während Timo Konitzny sich in bester Manier den Schweizer Daniel Töni geschnappt hat und ist hier aber mit riesen Schritten in Richtung Podium unterwegs, versucht jetzt jede Menge Plätze gut zu machen. Oliver Rast wäre jetzt der Nächste, der Teamkollege von Mike Pönitsch, den er sich ja schon kurz vorher geholt hat. Sascha Ziefle aber jetzt wieder in direkter Angriffsposition auf Joyce Blöcker, der das natürlich nervös im Rückspiegel beobachten wird. Und hinten geht's auch weiter. Dirk Stenzel mit dem Angriff auf Andreas Renner und mit dem erfolgreichen Angriff kommt hier aber ein bisschen spät auf die Bremse und ist somit wieder vorbei. Das Ganze können wir uns auch nochmal im Replay oben angucken. Mike Pönitsch jetzt im Angriff auf Daniel Töni. Da ist es gleich wieder los, da kommt die Lichthupe, da will er dran vorbei. Während wir oben rechts den Zweikampf sehen, Dirk Stenzel gegen... Ja, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das tut mir leid. Andreas Renner. Das ist auch doof, wenn da zwei Liveries fahren. Da ist es immer schwer zu sagen, wer ist es jetzt von den beiden. Kann hier aber in bester Manier kontern und ist dann doch wieder vor unserem Dirk Stenzel angelangt. So, überall Zweikrämpfe, noch und nöcher. Nehmen wir mal den Zweikampf von André Geven, der sich im Heck von Alex Brender, dem Teamkollegen von Andreas Renner, befindet. Kann hier aber momentan sich nicht positionieren und da ist der Fehler, da folgt er vorne dem Schweizer Nils Rumpf ins Gras
und da kann André Geven von profitieren, der da aber auch einen Schnitzer in der Anfangsphase gehabt haben muss, ist nämlich auch um einiges durchgereicht worden, während wir Sascha Ziefle direkt im Heck von Joyce Blöcker sehen. Das Ganze können wir uns vielleicht mal aus der Heckperspektive von Joyce angucken, vielleicht sogar mit dem Flügel, dann sieht man, wie nah die beiden aneinander sind und auch, wie bergig das hier ganz das zugeht, während wir Sascha Ziefle eben gerade mit einem leichten Quersteher gesehen haben. Gibt uns aber momentan keine Zeit, da ein bisschen näher hinzugucken, denn Andreas Renner ist im Heck von Dirk Stenzel und kann auch hier wieder seinen Platz zurückholen, denn Dirk, der Fuchs, der muss da irgendwo dran vorbeigegangen sein, ist uns jetzt leider durch die Lappen gegangen. Sei es drum, kann Andreas Renner hier kontern, sieht mir erstmal nicht danach aus und somit schalten wir vielleicht erstmal um. Na, bleiben wir noch einen Augenblick dran, denn jetzt kann er sich innen reinsetzen im Karussell, reicht aber nicht. Nächste Kurve ist eine Linkskurve, kann jetzt aber hoffen, dass er mit ein bisschen mehr Schwung rauskommt und ihn vielleicht am Ende der nächsten Geraden, nicht an dieser, sondern der nächsten, wenn er da mit genug Schwung rauskommt, sich vielleicht gut zu positionieren. Während wir jetzt aber endgültig den Angriff von Joyce Blöcker auf Sascha Ziefle sehen, beziehungsweise umgekehrt, aber da drängt er ihn so ein bisschen und das alles mit fairen. Ich nutze nur die Worte, die mir als erstes einfallen und deswegen sagte ich, drängt ihn da mit fairen Mitteln nach außen, zeigt ihm nur die Außenlinie. So muss man das machen als Rennfahrer und Sascha Ziefle damit keine Chance an Joyce Blöcker vorbeizugehen. Aber die beiden lassen natürlich da vorne auch ein bisschen Zeit, können sich es aber momentan erlauben, werden wir jetzt André Geven mit dem nächsten Überholmanöver sehen. Das macht dann aber auch mal Spaß, von hinten das Feld aufzurollen, ist jetzt hier zumindest schon mal an Andreas Renner vorbei, der sich da auch vielleicht so ein bisschen gestört fühlt im Zweikampf mit Dirk Stenzel. Den muss er jetzt aufgeben und gibt, jawohl, gibt ihm nochmal kurzes Hallo hinten aufs Heck. Und sagt, Mensch, jetzt ist der rote Audi weg, sagt der André Geven. Ja, das ist gar kein Problem, den hole ich mir als nächstes. Dann hast du wieder freie Fahrt, dann kannst du wieder nach vorne gucken. Also Dirk Stenzel wird im Spiegel den André Geven so langsam immer größer sehen, bis er dann jeden Augenblick angreifen wird. Und da ist er auch schon, André Geven. Direkt im Heck von Dirk Stenzel. Wird hier auch nicht lange warten, wird wahrscheinlich nicht in dieser Geraden, sondern bei der nächsten Geraden nach Turn 1 schon versuchen anzugreifen. Müssen wir leider unterbrechen, denn Sascha Ziefle versucht es erneut an Joyce Blöcker, hat zumindest mal die Nase einen kleinen Augenblick vor Joyce gehabt, aber dieser besser positioniert für die China Beach und geht in die Esses weiterhin als Erstplatzierter rein. Hier jetzt erstmal keine Überholmöglichkeiten, gibt uns die Chance wieder mal auf Mike Pönitsch zu schauen, denn der ist aktuell neben Kascha Lisa Hansen und da wird mal ein bisschen schwarze und gelbe Farbe ausgetauscht, Playboy, und dann dreht Kascha Lisa Hansen Mike Pönitsch, aber zum Glück nichts Großartiges passiert, hat hier vielleicht maximal 3-4 Wagenlängen verloren, wird ihn hoffentlich nicht allzu sehr aus dem Konzept gebracht haben. Wird beide hoffentlich nicht allzu sehr aus dem Konzept gebracht haben. Werden wir Achim Sonnborn jetzt bei Timo Kornitzny sehen, der sich zumindest mal auf P7 nach vorne gearbeitet hat, scheint jetzt aber hier einen leichten Fehler gehabt zu haben, denn Achim Sonnborn kommt ihm da gefährlich nahe und er muss hier hart verteidigen, damit der BMW von Achim Sonnborn nicht an seinem Silberpfeil vorbeigeht. Hat somit auch ein bisschen nach vorne abreißen lassen, musste Oliver Rass ziehen lassen. Das gibt uns Gelegenheit, mal Chris Olm und Jürgen Fucke zu beobachten, wie die beide in Keyhole rauskommen. Denn momentan hat Chris Olm die Nase vorn, vor Jürgen Fucke. Schauen wir mal, ob sich das in Richtung China Beach auch genauso verhält. Martin Manteuffel den beiden schon ein bisschen weggefahren, aber Chris Olm jetzt Position bekräftigt, aber Jürgen Fucke macht da ordentlich Druck, da gibt es keine Möglichkeit für Chris Olm sich ein bisschen auszuruhen und wir sehen es jetzt nach knapp 12 Minuten, das Fahrzeug auf der Hinterachse schon ein bisschen nervös, ich glaube aber nicht, dass das jetzt mit dem Reifenverschleiß zu tun hat und auch Sven Frahm hat sich da in aller Manier wieder zurückgekämpft, Fahrzeug scheint somit nicht beschädigt zu sein, hat sich Alex Brender zurückgeholt, der hier aber nochmal kontern kann, weil Sven Frahm ein wenig späten Bremspunkt gewählt hat. Und auch das Kämpfen hinten um P18 macht Spaß, das kann ich euch sagen. Das ist eine Freude. Und jetzt ist er dran vorbei, jetzt ist er an Alex Brender vorbei. Sven Frahm auf dem Weg nach vorne. Noch knapp 7 Sekunden bis zum nächsten, bis zum Schweizer Nils Rumpf.
Und es sind ja auch noch 45 Minuten Minimum auf der Rennuhr. Wie sieht es vorne aus? Joyce Blöcker kann sich behaupten. Sascha Ziefle ist aber auch so ein bisschen der Reifenflüsterer. Vielleicht kann er da vorne gerade den vorderen linken Reifen so ein bisschen besser schonen als Joyce Blöcker und kann dann vielleicht am Ende einen Overcut wagen, wobei der Undercut natürlich dann immer noch die bessere Wahl wäre. Aber da schauen wir uns das Ganze mal in circa 15 Minuten an, dann wissen wir mehr, wer hier wie taktisch aufgestellt ist. Aber schön zu sehen, die beiden schenken sich hier keine Sekunde, keinen Zentimeter. Geht jetzt wieder Richtung Karussell über Thunder Valley rein in Turn 11 zu Turn 12 ins Karussell und dann wieder auf Start und Ziel und haben somit auch die 11. Runde komplettiert. Timo Konitzny ist mittlerweile bei Oliver Rast angekommen. Halt, stopp, wir bleiben einen Augenblick auf Joyce Blöcker und Sascha Ziefle, denn es geht jetzt wieder mit DRS in Richtung Turn 2, The Keyhole. Aber keine Möglichkeit für Sascha Ziefle hier anzugreifen, vielleicht bei der nächsten Geraden. Aber auch hier, wir sehen es, der abgeklappte Spoiler. Aktuell reicht es fürs Rankommen, aber nicht fürs Vorbeikommen. Und er bietet ihm wieder nur die Außenseite an. Das hat er sehr geschickt gemacht. Hat jetzt hier aber etwas Boden gebüßt an Sascha Ziefle, der jetzt vielleicht mal, nein, guckt sich das Ganze nochmal an. Wir schauen derweil auf Kascha-Lisa Hansen, die sich im Zweikampf mit Chris Wild befindet und hier zumindest für den Moment erstmal die Nase vorn hat, kann sich an Chris Wild vorbeisetzen. Und wir schauen auf Mike Pönitsch, der seinerseits versucht, an Daniel Töni vorbeizukommen und scheint es jetzt im Hinblick auf die nächste Kurve auch geschafft zu haben. Sehr, sehr schwierige Kurve hier, nicht einsehbar. Über den Hügel geht es runter in Richtung Esses. Hat sich hier aber hier in bester Manier an Daniel Töni vorbeigesetzt. Nächster Zweikampf. André Geven gegen Chris Wild. Da ist die Messe auch noch nicht gelesen. So leicht möchte André Geven den Platz nicht hergeben. Beide sollten aber sich nicht allzu lange in Zweikämpfe verstricken, denn beide sind schnell genug, um vielleicht auch einen Tucken weiter vorne mitzufahren. Haben da aber in der Anfangsphase einiges an Federn lassen müssen. Somit finden sie sich aktuell auf P12 und P13 wieder, während die beiden Kampfhähne hier erneut. Aber kein Angriff von Sascha Ziefle. Und wenn Joyce Blöcker da vorne keinen Fehler macht, werden wir uns an dieses Bild gewöhnen müssen. Zumindest bis zum ersten Boxenstopp. Und wir sehen, André Geven versucht es jetzt auf der Innenbahn, ist aber noch nicht weit genug. Jetzt einen guten Exit erwischen, vielleicht mit DRS, aber auch Chris Wild wird DRS zur Verfügung haben. Das heißt, nein, sieht zumindest erstmal nicht danach aus. Doch, beide mit abgeklappten Flügel. Aber Geven scheint hier tatsächlich mit ein bisschen mehr Überschuss rauszukommen, hat aber die Außenseite, die schlechtere Außenseite, ist für den Moment vorne, kann sich aber mit einem grandiosen Überholmanöver an Chris Wild vorbeisetzen. Wir gehen weiter zum nächsten Zweikampf. Und da sehen wir Andreas Renner im Heck von Dirk Stenzel. Und was ist mit Alex Brender? Hat den Wagen abgestellt. Marcel Seger steht hier immer noch auf der Strecke. Warum steht er denn immer noch auf der Strecke? Und warum sieht man den nur, wenn wir direkt auf Marcel Seger gehen? Das wundert mich. Ich sehe jetzt hier auch nicht wirklich, wo er da stehen soll. Das ist so ein bisschen mysteriös, warum er da als Fahrzeug noch zu sehen ist. Und selbe Stelle, selbe Welle, aber auch wieder mit dem gleichen Ergebnis. Joyce Blöcker für Sascha Ziefle. Wieder keine Möglichkeit für Ziefle an Blöcker vorbeizugehen. So, ganz anders sieht das aus bei Fucke, der sich jetzt so langsam das Ganze mal die Nase voll hat, sich das anzuschauen. Chris Olm, der grün-blaue Castrol BMW vor ihm. Das er möchte gerne mal einen anderen Anblick genießen. Daher scheint er hier auch seinen Grip wiedergefunden zu haben, denn Chris Olm hat diverse Runden davor Jürgen Fucke überholt, konnte sich auch zunächst ein bisschen absetzen, aber man sieht hier schon von Chris Wild, das Fahrzeug
ist ganz schön wild auf der Hinterachse. Auch hier das Wortspiel gewollt. Und somit kann Jürgen Funkel gerade hier in den Esses, in den anspruchsvollen, auch in den griplastigen Esses und hier im Karussell vor allem zumindest mal immer wieder rechts im links im Spiegel auftauchen. Und Chris Will tut jetzt gut, sich zu sammeln, mal tief durchzuatmen und vielleicht versucht das Fahrzeug nicht ganz so sehr am Limit zu bewegen. Und es tut mir natürlich leid, natürlich ist es nicht Chris Wild, sondern es ist Chris Olm. Da habe ich doch glatt mal mit dem Vornamen den Nachnamen durcheinander gebracht. Tut mir leid, Chris, ist natürlich Chris Olm, der hier um Position 4 kämpft und versucht, diesen zu verteidigen. Und Sven Frahm hat sich zumindest mal Nils Rumpf geholt. Was ist da mit Nils Rumpf passiert? Der scheint hier einen leichten Dreher gehabt zu haben. Sei es drum, Sven Frahm, einen Platz gut gemacht, aktuell auf P17. Während wir jetzt Jürgen Funke nochmal mit einem Angriff sehen und da wird wirklich die komplette Streckenbreite ausgenutzt. Grandioses Racing, was wir hier heute wieder sehen. Und auch Sascha Ziefle ist jetzt mal an ungewohnter Stelle neben Joyce Blöcker, hat sich das lang genug angeschaut, ist jetzt vorbeigezogen. Wir haben einen neuen Führenden. Sascha Ziefle hat Joyce Blöcker einkassiert. Denkst du, der zeigt sich nochmal, ist zumindest mal kurzfristig neben ihm gewesen und das zaubert mir ein Lächeln. Ich muss mir das Schmunzeln verkneifen. Die beiden haben schon in diversen Serien gegeneinander gekämpft und das war jetzt wirklich feinster Motorsport, den wir da gesehen haben. Rustikal zur Sache gegangen von beiden. Und da wird mal kurz angezeigt, lieber Nils Rumpf, das Fahrzeug von Nils Rumpf sieht übrigens gar nicht mehr so gerade aus, wird angezeigt, Achtung, hier kommt das führende Duo, hier musst du aufpassen, während wir schauen, Jürgen Funke, der hat die Flinte noch nicht ins Korn geworfen und das ist hier hartes Kämpfen zwischen Chris Olm und Jürgen Funke und diesmal hat er sich zumindest daneben gesetzt und Chris Olm hat Probleme mit der Traktion aus der Kurve raus, war aber zumindest in der Lage, sich vor Jürgen Funke zu platzieren, der jetzt ja nur versuchen kann, in der nächsten Kurve anzugreifen, denn spätestens in der nächsten Runde wird Chris Olm keine DRS mehr haben. Kontert hier aber nochmal schön in China Beach, kurz vor den Esses, kontert Jürgen Funke aus, der ein bisschen spät auf der Bremse gestanden hat und somit die Kurve nicht optimal getroffen hat. Der Konter war somit vorprogrammiert. Chris Olm holt sich für den Moment P4 zurück. Was ist mit unserem Timo Konitzny? Timo Konitzny ist am Kämpfen mit Mike Pulnitsch, der sich so ein bisschen gefangen hat. Hat mittlerweile auch seinen Teamkollegen Oliver Rast eingefangen. Jetzt im Zweikampf mit Timo Konitzny. Und für die Atemvielfalt würde es mal gut tun, wenn wir denn da vorne mal einen Stern weiter vorne sehen. Aber hier muss sich Timo erstmal geschlagen geben. Muss seine P7 abgeben an Mike Pönitsch. Könnte jetzt vielleicht überlegen, vielleicht noch 5 Minuten rauszubleiben, jetzt das DRS zu nutzen, an Mike Pönitsch dran zu bleiben und vielleicht sich auch ein bisschen mit nach vorne ziehen zu lassen. Während Nils Rumpf den Fahrzeug erstmal in die Box bewegt hat, scheint hier aber noch reparieren zu wollen. Momentan noch gleiches Bild. Joyce Blöcker kommt ja auch ein bisschen aufs Gras, hat somit nicht genug Grip, um an Sascha Ziefle vorbeizugehen. Und hier sehen wir gleich einen Dreikampf zwischen Dirk Stenzel, Daniel Töni und Andreas Renner. Nils Rumpf mittlerweile in der Box gewesen, hat ein grünes Emblem im Tower, genauso wie Sven Frahm und Kascha Lisa Hansen, die keine andere Möglichkeit hatte, als dann tatsächlich schon mal früher in die Box zu gehen, in der Hoffnung, dass sie da vielleicht den einen oder anderen Platz gut machen kann. Timo Konitzny, Pustekuchen, hat sich gefangen, versucht jetzt hier seinen Platz zurückzuholen, klopft schon mal vorsichtig an bei Mike Pönitsch. Schöner Zweikampf auch hier, aber man sieht es im Rückspiegel, wird auch Oliver Rast immer größer, ist jetzt schon auf eine Sekunde rangekommen und wird jeden Augenblick dann auch wieder im DRS-Fenster sein und wird sich dann zu diesem Grüppchen hier gesellen. So, erste Gerade abgewehrt von Sascha Ziefle. Jetzt geht es in Richtung Turn 3 der offiziellen Startlinie für den rollenden Start. Dann müsste das die Start- und Ziellinie sein. So, Sascha Ziefle bleibt aber auch jetzt erstmal
vor Joyce Blöcker. Was macht André Geben? André Geben sich ordentlich nach vorne gearbeitet. Oliver Rast wäre der Nächste. Ist aber noch knapp anderthalb Sekunden vor ihm, heißt, oder acht Sekunden, das sind acht Sekunden, das sieht man mit bloßem Auge, das können keine anderthalb Sekunden sein. Das heißt, auch hier heißt es jetzt erstmal hart kämpfen, um in Richtung DRS-Fenster zu kommen, um dann am Ende auch wirklich mitfahren zu können, während wir hier jetzt erstmal schauen müssen, bis sich das Feld ein wenig beruhigt, denn jetzt stehen so langsam die ersten Boxenstops an. Demzufolge zappelt es hier wild und Timo Konitzny holt sich zumindest mal P7 zurück von Mike Pönic. Kann Pönic nochmal, nein, kann nicht kontern. Timo Konitzny jetzt mal mit zwei, drei Warenlängen vor Mike Pönic. Da hat er sich aber was vorgenommen, der Konitzny. Zumindest mal zur Rennhälfte geht sein Plan gut auf. Minimal vielleicht das Qualifying ein wenig versemmelt, während wir hier einen schönen Dreikampf sehen. Und auch Andreas Renner gesellt sich dazu, sticht hier nochmal rein. Das war vielleicht ein bisschen zu mutig, aber warum nicht? Einfach mal versuchen, so ein bisschen, was halten die Karren ja auch aus. Und Dirk Stenzel kann sich momentan behaupten. Und dann haben wir, fehlt eigentlich nur noch ein grünes Fahrzeug, dann haben wir eine Ampel. Denn auch Kascha-Lisa Hansen mit ihrem BMW der Deutschen Post kommt so langsam in dieses Grüppchen rein und macht hier auch zumindest mal ihren Anspruch geltend, da möglichst schnell dran vorbeizukommen. Und da gibt es den leichten Schlag auf den Hintern von Kascha-Lisa Hansen und heißt für, nein, falsches Fahrzeug, wo sind wir da? Andreas Renner zumindest für den Moment erstmal abreißen lassen. Auch vielleicht eine Situation, die sich die Rennleitung im Nachgang nochmal anschauen muss, während wir Jürgen Fucke ja so langsam an Verzweifeln sehen an Chris Olm. Kommt immer wieder ran, kann immer wieder mal so kleine Nadelstiche setzen, aber jetzt vielleicht die Chance mit dem Overcut mal zwei, drei schnelle Runden in den Asphalt zu brennen und jetzt kann er mal zeigen, ob er vielleicht nicht so ein bisschen aufgehalten worden ist von Chris Olm. Seine letzte Runde eine 1:21.799, da schauen wir mal, wie sich das denn jetzt im Laufe dieser Runde entwickelt. Ob er vielleicht jetzt zwei, drei schnelle Runden fahren kann, um dann in klassischer Manier in der Boxengasse den P4 für sich festigen zu können. Zum Glück hat sich das Ganze jetzt mal ein bisschen beruhigt, zumindest bis nach den Boxenstopps. Da würden sich vielleicht wieder der ein oder andere Zweikampf auftun. Momentan knappe Duelle, aber kein direktes Duell. Gibt uns Zeit, vielleicht auch mal ein bisschen ins hintere Feld zu gucken. Da haben wir Sven Frahm aktuell auf P16. Wir haben es gesehen in der zweiten Runde. Direkt einen Schlag ausgeteilt auf die Hinterachse, hat ihn selber gedreht, somit ja vielleicht auch das Auto nicht mehr ganz gerade. Wie sehen seine Rundenzeiten aus? Eine 1:21.924, das ist aber stark, auch gleichzeitig seine schnellste Runde gefahren, aber mit frischen Reifen und mit einem etwas leeren Fahrzeug, sieht hier aber nach einer sehr, sehr sauberen Linie aus. Auch hier gewohntes Bild, da wird angekündigt mit Lichthupe, dass man gerne vorbei möchte. Zumindest mal, das hat jetzt für beide keine Zeit gekostet. Dirk Stenzel wäre dann der Nächste, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Der Nächste, der überrundet wird. Und das kann immer noch so ein bisschen das Salz und das Pfeffer im Zweikampf bilden, so ein Überrundeter, der vielleicht nicht dauernd permanent den Blick in den Rückspiegel hat, aber hier fair Platz gemacht für Dirk Stenzel. Das hat gut funktioniert, zumindest die beiden im Zweikampf sieht das immer noch gleich aus und da wird auch noch mal ein bisschen angestoßen und wir gehen so langsam auf die Halbzeit zu, noch drei Minuten, dann halbiert sich das Rennen, während wir Achim Sonnborn sehen, der hier von Sven Frahm durchgelassen wird. Fair Platz gemacht. Auch ein starker Platz von Achim Sonnborn. Starkes Rennen auf P6. Nach hinten noch einiges an Luft in Form von Timo Konitzny. Auch noch nicht in der Box gewesen. Was ist hier? Wir haben gelben Sektor.
Zumindest mal Timo Konitzki scheint da gut durchgekommen zu sein. Was ist mit Oliver Rast? Der hat so ein bisschen rahmschwarzes Rennen. Ist jetzt hier bei seinem Teamkollegen dran. Hab vorher kurz mit ihm gesprochen, dachte, na, sehen wir uns denn heute in anderthalb Stunden beim Podiumsgespräch? Sagt er, na, er glaubt es eigentlich nicht, aber er würde sich natürlich freuen, auch mal wieder dort Gast zu sein, nachdem er letztes Mal ganz stark auf P3 gefahren ist in einem Herzschlagfinale mit Kascha Lisa Hansen. Und was ist da passiert? Sascha Tiefle, Jürgen Fucke, Sascha Tiefle 17 Sekunden verloren. Das heißt, er war in der Box. Das heißt, er versucht den Undercut, hat aber hier vielleicht schon ein bisschen an Jürgen Fucke verloren, der zumindest mal eine 1:21.531 fährt. Aber das wird nicht reichen, um da mit einem Overcut an, an Chris Olm vorbeizugehen, denn der ist nur noch knapp 15 Sekunden von ihm entfernt. Das heißt, macht jetzt gar keinen Sinn für Jürgen Fucke da ins... Und da müssen wir unterbrechen, denn Joyce Blöcker ist in der Box. Da hinten sehen wir es, kommt Sascha Tiefle auf Start und Ziel und das muss ein richtig guter Boxenstopp von Sascha Tiefle gewesen sein. Oder andersrum, ein richtig schlechter Boxenstopp von Joyce Blöcker. Oder es ist tatsächlich das eingetreten, was ich anfangs vermutet hatte, dass vielleicht der Joyce ein bisschen leichter unterwegs war, nicht den vollen Sprit mitgenommen hat und somit jetzt nachtanken musste. Aber man sieht es mit bloßem Auge, der Abstand zu Sascha Tiefle ist definitiv größer, als er das vorher war. Hat jetzt zumindest mal 3,5 Sekunden Abstand zwischen sich und Joyce Blöcker gebracht. Und auch in der Meisterschaft, ihr habt es gesehen, sind die beiden nah beieinander. 120 Punkte, Sascha Tiefle 118 Punkte für... Oha! 118 Punkte für Joyce Blöcker und da geht Jürgen Fucke mal die Abkürzung. Und das tut mir in der Seele weh, sowas zu sehen, denn er hatte ein richtig gutes Rennen bis jetzt. Darf jetzt nicht den Fehler machen, zu lange draußen zu bleiben. Hat er jetzt jede Menge Zeit verloren, muss jetzt in die Box kommen. Und da schauen wir doch mal, ob er meinem Ratschlag folgt. Jetzt im Karussell, jetzt bitte links abbiegen, jawohl. Auch Jürgen Fucke kommt in die Box und holt sich frische Pneus, um dann vielleicht nochmal angreifen zu können aufs Podium. So, während wir hier die beiden Teamkollegen sehen, Oliver Rast, Mike Pönitsch, der Zweikampf hat sich aber auch in Wohlgefallen aufgelöst, während wir Chris Olm im Heck von Daniel Töni sehen und da wird ein bisschen schräg gefahren, das scheint mir so ein leichtes Pink-Problem zu sein. Hat sich jetzt aber anscheinend gefangen. Oh, oh, oh. Ja, Chris Olm an Daniel Töni vorbei. Mike Pönitsch holt sich auch neue Reifen. Wie sieht es bei Joyce Blöcker aus? Da stehen jetzt zumindest schon mal 4,5 Sekunden knapp auf der Uhr. Da kann Sascha Tiefle jetzt mal ein bisschen durchatmen zumindest. Ich nutze die Zeit, auch mal ein bisschen durchzuatmen, um mal in den Chat zu kommen und zu gucken, ob da irgendjemand geschrieben hat. Nein, hat niemand geschrieben. Ich grüße dich, LKW-Driver, falls du denn noch zuschaust. So, hier haben wir gelbe Flagge und dann verrät es auch die Staubwolke. Da ist irgendwas nicht ganz glatt gelaufen bei Chris Olm. Aktuell knapp 5 Sekunden hinter Jürgen Fucke und da hat Jürgen Fucke tatsächlich Glück gehabt. Glück im Unglück, auch wenn der Overcut nicht funktioniert hat, hat er dann indirekt doch funktioniert. Ich hoffe, dass Chris Olm jetzt nicht im Zweikampf den Kürzeren gezogen hat und deswegen irgendwo die Strecke verlassen musste. Aber zumindest für den Moment hat er erst mal 5 Sekunden Rückstand auf Jürgen Fucke, der aber seinerseits kaum Chancen hat, wenn da vorne keine Fehler passieren, auf das Podium. Da ist richtig, richtig stark Martin Manteuffel heute mit einer richtig guten Leistung, solide Leistung auf P3. Und da zeigt er dann auch mal, was er kann und zeigt mal seinen
seinen Willen auch da vorne aufs Podium fahren zu wollen und zu können. Das Wollen ist ja meist so, das Können kann leider nicht jeder. In diesem Fall kann Martin Manteuffel mal stellvertretend auch für andere zeigen, dass da auch mal andere Gesichter vorne aufs Podium kommen. Freut mich sehr, starkes Rennen, während wir Kascha-Lisa Hansen vorbeigehen sehen an Mike Pönitsch. Die wir heute schon einige Male gesehen haben, hat heute mal ordentlich ausgeteilt, unsere Kascha-Lisa Hansen. Kennt man so normalerweise nicht. Muss ich jetzt aber hier geschlagen geben. Gegen Mike Pönitsch, der sich vielleicht auch wieder ein bisschen gefangen hat. Aber natürlich normalerweise auch weiter nach vorne gehört. Aber das ist das Schöne an den DTM 2014ern Fahrzeugen. Da ist das Feld tatsächlich relativ nah beieinander. Und warum sehe ich Sven Frahm in der Box stehen? Da scheint auch irgendwas schiefgegangen zu sein. Der nächste Ausfall. Und da sehen wir so ein wenig die Tücken von Mid-Ohio. Da sehen wir ja mit die meisten Ausfälle diese Saison, was natürlich ärgerlich ist, aber man hat zumindest mal die Strecke trainiert und kennengelernt und weiß sie beim nächsten Mal auch vielleicht ein bisschen besser einzuschätzen. In dem Fall Sven Frahm, Alex Brender, Marcel Seger relativ früh ausgeschieden, steht immer noch zumindest optisch auf der Bahn. Wir haben ihn da nirgendwo stehen sehen. Das scheint tatsächlich ein Glitch im Rennen zu sein auf dem Server mit dem Dedicated Server Tool oder vielleicht mit dem Spiel selber, dass es da vielleicht einen kurzen Schluck auf hatte. So, während sich das Rennen jetzt so ein bisschen eingependelt hat, gibt es uns vielleicht mal wieder Gelegenheit, mal so ein bisschen auch in die Gesichter der Fahrer zu schauen. Sascha Ziefle natürlich entspannt, denn aktuell knapp 5,5 Sekunden zwischen ihm und Joyce Blöcker. Der hat vom Boxenstopp mal richtig profitiert. Konnte sich hier absetzen und wenn da keine großartigen Fehler passieren, dann sind die beiden zumindest mit ähnlicher Pace. Und Joyce Blöcker, darf man nicht vergessen, fehlt das DRS. Und wir haben ja auch schon im Qualifying gesehen, dass der Sascha Ziefle, beziehungsweise im Training, da dann noch so ein, zwei Zehntel schneller war als der Joyce. Also besteht momentan keine Hoffnung für Joyce, wenn er da nicht aus irgendwelchen Gründen doch noch ins DRS-Fenster kommt, sich da wieder zumindest vorbeizusetzen an Sascha Ziefle. Wir haben es vorhin mit DRS gesehen, das Ranfahren ging immer, das Vorbeifahren ist dann eine ganz andere Geschichte. So, und dann gucken wir doch mal in das Gesicht von Joyce Blöcker. Sieht aber auch sehr entspannt aus, aber hat jetzt vor sich, das müsste Chris Olm sein, der hier fair Platz macht auf der Geraden. Ja, guckt nochmal nervös in den Spiegel. Hat er mich gesehen? Hat er. Ja, hat er. Kommt hier aber weit raus. Verliert hier den Grip ein bisschen. Macht nichts. Hat er gut gelöst. Höchst konzentriert unser Joyce. Und dann schauen wir mal in den aktuell, ja leider letztplatzierten, aber nicht letzten, wirklich letzten, denn es gab ja schon drei Ausfälle. Also hat er zumindest schon mal drei Plätze gut gemacht. Nils leider immer noch nicht mit Bild und Ton dabei. Das ist natürlich ärgerlich. Vielleicht gab es da vorab ein paar technische Probleme. Aber ist unser Mann des Tages für mich zumindest momentan Timo Konitzny, der da eine fulminante Aufholjagd in den ersten Runden an den Start gelegt hat. Das war schön anzuschauen, hat er jede Menge Plätze gut gemacht, hat sich jetzt aber anscheinend so ein bisschen auf den Platz eingefunden, wo so ein bisschen zumindest mal der Weg nach vorne länger wird, hat da vorne aber zumindest schon mal Achim Sonnenborn im Blick. Schaut da ganz skeptisch auf sein wahrscheinlich Dashboard, wie es denn da mit den Abständen aussieht. Timo, das können wir dir ganz genau sagen, dein letzter Durchlauf war eine 1:20.084 und damit 2,5 Zehntel schneller als Achim Sonnborn. Und da müssen wir natürlich unterbrechen, denn hier tut sich ein Zweikampf auf zwischen Daniel Töni und Andreas Renner. Geht hier um P14 und der Red Bull Audi.
von Daniel Töni scheint vorne schon ein bisschen grummelig reinzuschauen. Genauso wie der Audi im Übrigen von Nils Rumpf, der anscheinend nicht wirklich Freund wird mit der Strecke. Ist jetzt aber im Spiegel relativ groß, Daniel Töni, und wird sich, da bin ich mir relativ sicher, Andreas Renner innerhalb der nächsten Runden holen. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen, wir wissen nicht, inwieweit nicht vielleicht der ein oder andere Schaden bekommen hat. Zumindest sehe ich bei Nils Rumpf, dass das Fahrzeug nicht mehr hundertprozentig in Ordnung ist. Das sieht mir auch nicht nur nach einem Aero-Schaden aus. Und bei Daniel Töni scheint da ein ähnliches Schicksal zu winken, dass da vielleicht auch nicht mehr hundertprozentig Power im Fahrzeug ist. Normalerweise deutlich weiter vorne anzufinden. Ja, konnte sich vielleicht auch nicht wirklich mit der Strecke anfreunden. Und muss dann halt einfach akzeptieren, dass es bei so einem starken Fahrerfeld dann auch mal ein Rennen gibt, wo man um P14 kämpfen muss. Feld hat sich jetzt so ein bisschen gefunden und jeder hat so seinen Platz eingenommen. Daniel Töni hat da natürlich ja andere Ambitionen, wie ich gerade schon erwähnt hatte. Muss jetzt aber hier sehen, dass er da irgendwie an Andreas Renner noch vorbeikommt, denn ziemlich viel Punkte werden vergeben. Und selbst bis P16 runter, wenn man denn ankommt, werden noch Punkte vergeben. So hat sich alles echt so ein bisschen eingependelt hier. Gibt uns Zeit, nochmal eine Runde in das Gesicht von Oliver Rast zu schauen. Der, ja, da erkennt man so einen leichten Schweißfilm rechts und links der Nase. Das ist anstrengend, das kann ich euch sagen. Ich selber bin heute kurz bevor jetzt hier der Stream los bin, bin ich noch ein 4-Stunden-Rennen gefahren mit meinem lieben Kollegen Ryan Shepard. Schöne Grüße an Ryan, falls du zuschaust. Bin noch ein 4-Stunden-Rennen auf der Nordschleife gefahren und wir haben zumindest mal P11 erreicht und war von daher auch für mich ein sehr erfolgreicher Tag. Und hier müssen Oliver Rast, muss André Greven geben, ziehen lassen. Das deutet auch auf ein größeres Problem hin. Das sah mir relativ leicht aus. Entweder hat er ihn da jetzt überrascht. Aber wir sehen es hier. Oliver Rast hat mit seinem Fahrzeug, mit seinem Audi zu kämpfen. Und das Fahrzeug kommt oft nervös. Und jetzt kommt der Klassiker auf den Curbs. Ist er tatsächlich ausgehebelt worden. Und das sieht mir vielleicht auch ein bisschen danach aus, als ob er sein Fahrzeug zu flach gelegt hätte. Normalerweise sollte das Fahrzeug da nicht aufliegen. Kann natürlich immer mal passieren, aber sollte nicht passieren. Demnach hatte er vielleicht das Fahrzeug ein wenig flach. Was ist denn mit Kascha-Lisa Hansen los? Kämpft hier mit Chris Wild um P11. Vielleicht noch die Möglichkeit, in die Top 10 reinzufahren. Chris Wild geht den Weg in die Box. Hat vielleicht da auch ein größeres Problem. Und dann haben wir die beiden deutsche Postautos hintereinander. Martin Manteuffel und Kascha-Lisa Hansen. Nur, dass Martin Manteuffel eine Runde mehr auf dem Buckel hat als Kascha-Lisa Hansen. So, was ist mit Chris Wild? Der holt sich nochmal frische Reifen. Lässt nochmal was reparieren. Hat sich vielleicht einen Flatspot gefahren. Man weiß es nicht genau, auch hier bei Chris Wild ein Rennen zum Vergessen. Hat mir aber deutlich zu verstehen gegeben, dass seine Priorität bei der virtuellen Formelmeisterschaft liegt. Dass er da tatsächlich angreifen will und demnach hat ihm jetzt vielleicht auch ein bisschen das Training gefehlt für Mid-Ohio. Zumindest sehen wir mal, hat Daniel Töni Andreas Renner einkassiert. Aber auch hier in der Kurve sehen wir, dass der Andreas Renner relativ nahe kommt. Das deutet dann doch tatsächlich auf ein Problem beim Schweizer hin mit seinem Audi. Scheint da nicht mehr volle Power zu haben. Oder vielleicht am Fahrwerk ein kleines Problem. Und das macht bei so einer Strecke natürlich dann gleich deutlich, sieht man gleich deutlich an den Zeiten. Mal zum Vergleich, obwohl von den Zeiten her der Schweizer gut unterwegs, aber hat hier vielleicht
ja, auch den ein oder anderen Fehler mit Grasberührungen, eine Runde im Sandkasten gespielt, geht so schnell bei dieser Strecke und dann findet man sich auf einmal auf P13 wieder. So, wir gucken nach vorne. Sascha Ziefle fährt das Ganze hier mit einem ruhigen Stiefel nach Hause, denn Joyce Blöcker ist knapp 8 Sekunden dahinter. Der wird jetzt auch aufgegeben haben. Hat auch ohne DRS keine Chance, da vorne nochmal angreifen zu können. Da reichen auch die verbleibenden 17 Minuten nicht. Dann haben wir Martin Manteuffel auf P3, komplettiert das Podium derzeit. Fährt hier auch sehr sicher knapp 20 Sekunden vor Jürgen Fucke, der ja auch so langsam einen Blick nach hinten werfen muss, denn Chris Olm im Grün, da hinten sehen wir ihn im grün-blauen BMW, macht sich so langsam auf Richtung Jürgen Fucke, hat aber auch kein DRS und muss damit hoffen, dass der Jürgen vielleicht den einen oder anderen Fehler macht, der es ihnen ermöglicht, irgendwie noch ins DRS-Fenster zu kommen. Hier haben wir ihn, Chris Olm, jetzt an Dirk Stenzel vorbei. Auch starker Fahrer, kennt ihn aus der letzten Saison noch mit den DTM 2016 Fahrzeugen, ist da relativ schnell aufgestiegen zu den 2020ern, musste dann leider aufhören, der hat die Saison abgebrochen, jetzt zurück in den DTM 2014ern. Und ja, wir fahren halt keine klassischen Strecken in dem Sinne, das ist jetzt America's Finest, heißt wir fahren auf ausschließlich amerikanischen Strecken und die sind natürlich gerade im europäischen Motorsport nicht häufig gesehen. Also auch hier sicherlich vielleicht für den einen oder anderen eine Premiere, während hier vorne das Fahrzeug tatsächlich ein bisschen merkwürdig aussieht. Heute so ein paar kleine Fehler eingeschlichen, vielleicht auch auf dem Dedi-Server, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann. Vielleicht einfach ich leichten Ladefehler gehabt beim Laden der Simulation. Und schon sieht das komisch aus, als ob der Chris Olm, gar nicht, als ob der Chris Wild vorne, ja, so ein bisschen schräg mit dem Fahrzeug auf der Strecke fährt. So, dann haben wir Achim Sonnborn mit einem unauffälligen, aber echt super Ergebnis. Wenn er das nach Hause bringen kann, Achim Sonnborn auf P6 im BMW. So ein kleines bisschen auch für mich, ja, Fahrer des Tages gleichzusetzen, ungefähr mit Timo Konitzny, der da mal eben in den ersten 5, 6, 7 Runden 4, 5 Plätze durch hervorragende Überholmanöver zurückgeholt hat und aktuell auf P7 unterwegs ist. Das sind wichtige Punkte zusammen mit Joyce Blöcker, die da geholt werden, gerade für die Teamwertung, denn Kascha Lisa Hansen schwächelt auf mit Ohio so ein wenig. Natürlich auch diverse Umstände, die dazu führen können. Ich kenne ja Kascha Lisa Hansen jetzt schon zwei Saisons. A, ist da die Trainingsmotivation nicht sehr hoch, was ja auch verständlich ist. Ich selber bin auch einer, der sich nicht stundenlang in ein Fahrzeug setzen kann und irgendeine Strecke trainiert. Das ist schon mal deren Thema, aber es würde mich nicht wundern, wenn sie da heute die Strecke erst gekauft hätte. Also von daher ist dann P11 kurz vor den Top 10 dann auch ein gutes Ergebnis für sie. Aber für die Teamwertung hat natürlich Sascha Ziefle heute allerbeste Karten. Aber ich glaube, in der Gesamtwertung sind dann Joyce Blöcker und Timo Konitzny als Team tatsächlich besser und holen mehr Punkte an diesem Tag. Aber das Ganze muss man natürlich immer noch hinter vorgehaltener Hand sehen, denn am Ende der Saison wird es ja ein Streichergebnis geben und da fällt das schlechteste Ergebnis weg. Und das kann dann am Ende nochmal alles umwürfeln. Gilt natürlich dann auch für die Teamwertung. So, dann haben wir besagten Timo Konitzny, der jetzt jeden Augenblick in Runde 35 komplettieren wird. Auf P7 aktuell knapp 7 Sekunden vor Mike Pönitsch, der jeden Augenblick überrundet werden wird von Sascha Ziefle im Playboy Audi
mal schauen, wie es ihm denn so geht. Dem Mike, jawohl. Gesunde Hautfarbe. Wird sich wahrscheinlich dann auch aufs Sofa freuen nach dem Rennen. Mit so einer Erkältung ist es dann halt auch wirklich kein Spaß zu fahren. Von daher respektables Ergebnis auf P8. Und was ist da? Wir sehen kurz gelb und da sehen wir, Kascha-Lisa Hansen ist da ausgehebelt worden von dem Curb in Richtung Start und Ziel und hat mal kurz das Publikum begrüßt mit einem 90 Grad Turn Minimum. Vielleicht, wir haben es ja noch gesehen, nicht gesehen, vielleicht war da auch noch eine Drehung mehr drin. Zumindest schon mal gute Noten in der Haltung kommen. So. Bei noch knapp 12 zu fahrenden Minuten hat sich das jetzt mit den Zweikämpfen erstmal erledigt. Abstände haben sich ein bisschen eingependelt, war nicht anders zu erwarten. Vielleicht der ein oder andere im Qualifying geschwächelt. Demnach hatten wir viele, viele Zweikämpfe. Mehr Zweikämpfe, als ich das eigentlich vermutet hätte auf dieser Strecke. Aber jetzt hat sich alles da eingefunden, wo es hingehört. Und demzufolge sind die Abstände so groß, dass da erstmal keine Zweikämpfe zu erwarten sind. Gibt uns die Möglichkeit, vielleicht mal das Ganze aus der Helicam zu betrachten. Während wir hier die Überrundung sehen von Sascha Ziefle an Mike Pönitsch vorbei in die Esses. Schöne Bilder hier aus dem Helikopter auf die Strecke. Ja, ansonsten bleibt für mich der Aufruf, liebe Leute, solltet ihr Interesse haben, auch an der DTM, an der VTM, Entschuldigung, an der virtuellen Tourenwagenmeisterschaft hier mit den DTM 2014 mitzufahren, dann meldet euch doch einfach in dem Discord. Den Link für den Discord habt ihr in der Beschreibung des Videos und dann könnt ihr vielleicht beim nächsten Mal dabei sein. Da könnte ich glatt mal gucken, wo es denn nächste Woche hingeht. Nächste Woche geht es in... wo haben wir es? Da, Road America. Das wird auch ein spannendes Rennen und da werden wir wahrscheinlich auch mehr Überholmanöver sehen und auch engere Duelle, denn viele, viele Graden, viele, viele Hochgeschwindigkeitsgraden und gerade mit DRS dafür prädestiniert, den ein oder anderen vielleicht auf einer Geraden zu vernaschen. Chris Olm auf einem starken P5. Kann man nicht oft genug sagen. Im Castrol Edge BMW, jawohl. Nochmal kurz ein paar Funken auf der Strecke gelassen und ein bisschen Staub. Da hinten sieht man es gut. Während so langsam die ersten längeren Schatten auf die Strecke sich breit machen, heißt, die Temperatur fällt auf der Strecke, wird aber leider von der Simulation nicht berücksichtigt, aber dafür umso schöner die Lichtspiele jetzt auf den Lackierungen der Fahrzeuge. Sehr schön anzusehen. Hier sieht man mal, wie das hoch und runter geht. Ja, jetzt heißt es irgendwie, die Zeit, die letzten 8 Minuten noch rüberbringen für Sascha Ziefle. Konzentration hochhalten. Aber da mache ich mir gar keine Sorgen. Routinierter Fahrer.
Abstand gleich bleiben zu Joyce Blöcker, knapp 8 Sekunden. Hier schöne Reflexionen in der Scheibe. Vielleicht auch die ein oder andere Fliege sich verewigt auf dem Sicherheitsglas. Ja, momentan gibt es tatsächlich nicht viel zu berichten. Das Feld hat sich gefunden, hat sich eingefunden auf die angestammten Plätze. Auch André Geven, ein Kandidat, der da in Richtung, eher Richtung nach vorne geguckt hat, ist mit knapp 14 Sekunden hinter Mike Pönic. So ein bisschen ja, Stillstand, was Positionengewinnung angeht. Genau das gleiche mit Chris Wild, der da vielleicht auch mit seinem Fahrzeug selber ein Problem hat. Wir haben es gesehen, das sieht ein bisschen komisch aus, wie das Fahrzeug fährt. Vielleicht dann doch nicht nur ein Ladefehler von meiner Simulation auf meinem Rechner, sondern vielleicht dann doch ein größeres Problem mit dem Audi von Chris Wild. Apropos Fliege, jetzt habe ich ja auch eine am Bildschirm sitzen. Andreas Renner auf P13 hält die Teamflagge hoch für Band of Brothers bzw. www.gtrennserien.de. Sein Teamkollege Alexander Brender hat abgestellt, mittlerweile in der Box. Das heißt, die einzigen Punkte, die eingefahren werden, sind die Punkte von Andreas Renner. Und da sieht es aktuell eher so aus, dass er sich vielleicht in den letzten Runden nochmal den Angriffen von Chris Wild erwehren muss, der da ein bisschen ungestüm auf das Fahrzeug von Andreas Renner auffährt, der da vielleicht auch ein etwas größeres Problem hat, denn so schnell wie Chris Wild jetzt die Lücke zugefahren hat, das auch hier sieht man es beim Ranbremsen, aber da scheint Chris Wild tatsächlich ja das Fahrzeug wild über die Strecke zu bewegen, macht seinen Namen also alle Ehre. Aber hier wird es zumindest gleich nochmal eine Positionswechsel geben oder zumindest einen Zweikampf um Position 13, um die wilde 13. Bin ich gespannt, wer da am Ende die Nase vorn haben wird, denn wir haben noch knapp 5 Minuten auf der Uhr. Auch hier schlägt Andreas Renner die Tür zu. Keine Chance für Chris Wild dran vorbeizugehen. Und der Audi sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Müssen jetzt beide aber auch ein bisschen eher den Blick nach hinten wagen. Denn dann kommt Achim Sonnborn angebrettert. Genau wie Timo Konitzny, der vielleicht sogar noch eine Chance hat, einen Platz gut zu machen. Muss jetzt hier auch möglichst schnell an Chris Wild an Andreas Renner vorbei, Chris Wild macht hier fair Platz. Andreas Renner schauen, wird jetzt hier auch auf Start und Ziel die Richtung freigeben. Jawohl, für Timo Konitzny, der jetzt noch die Chance hat, vielleicht einen Platz gut zu machen. Setzen wir uns doch einfach mal ins Cockpit von Timo Konitzny. Nein, wir warten noch einen Augenblick, denn Chris Wild geht vorbei an Andreas Renner. Zumindest sind die beiden mal nebeneinander. Andreas Renner mit der besseren Linie und kann auch besser rausbeschleunigen. Aber Chris Wild sollte noch DRS haben. Flügel ist abgeklappt. Aber reicht nicht, um an Andreas Renner vorbeizugehen. Doch, zumindest für den Moment, wenn er jetzt den Bremspunkt richtig gefunden hat. Jawohl, kann vorne bleiben, ist somit an Andreas Renner vorbei. Und kann sich da vielleicht auch vorne dran behaupten, hat jetzt zumindest mal eine Wagenlänge, die
direkt zwischen sich und dem Mercedes von Andreas Renner gebracht. Aber da hinten kommt auch schon Sascha Ziefle, der sollten die beiden jetzt tunlichst sein lassen, den lange aufzuhalten. Andreas Renner hier fair Platz gemacht. Und auch Chris Wild wird zu gegebener Zeit, jawohl, kriegt es angekündigt von Sascha Ziefle. Achtung, ich komm, macht Platz. Und Chris Wild hier im Karussell macht Platz, geht weit, fair gemacht und hat auch nicht wirklich viel Zeit dadurch verloren. Somit Chris Wild vorbei an Andreas Renner und Sascha Ziefle auch an diesem Grüppchen vorbeigefahren. Ohne Mucken. Und jetzt kommt es zum Showdown zwischen Timo Konitzny und Achim Sonnborn in den letzten Runden. Das sind nicht mehr als zwei Runden noch, maximal vielleicht drei für die beiden zumindest. Wobei, das wird jetzt schon die vorletzte Runde sein, denn Sascha Ziefle, da hinten sehen wir ihn fahren, wird jeden Augenblick über die Ziellinie fahren. Dann heißt es noch knapp eine Minute. Ja, das könnte sogar vielleicht schon, ja, die vorletzte Runde, würde ich mich jetzt mal festlegen, ist die vorletzte Runde. Achten wir aber gleich nochmal drauf. Das heißt, Timo Konitzny hat jetzt nochmal die Chance, in der letzten Runde Achim Sonnborn angreifen zu können. Ich weiß nicht, ob er jetzt in dieser Runde schon DRS hatte. Zumindest wird er es dann in der nächsten Runde haben, so nah wie er aktuell dran ist. Knapp 4 Zehntel hinter Achim Sonnborn und dann haben wir zumindest nochmal einen spannenden Zweikampf in Richtung Finale. Und dürfen dann aber auch nicht verpassen, auf Sascha Ziefle zu wechseln, um die Becker-Faust nochmal fliegen zu sehen. Denn das war heute wieder eine hervorragende Leistung vom Meister der letzten Saison, von Sascha Ziefle. Und hoffentlich wird der nicht noch das Zünglein an der Waage, wird sich aber tunlichst rauslassen hier. Er hat immer noch knapp 8 Sekunden Vorsprung vor Joyce Blöcker, somit ungefährdet, was das angeht. Und hier zeigt sich Timo Konitzny schon mal im Rückspiegel, ist zumindest schon mal nah dran an Achim Sonnborn und wird jetzt mit Sicherheit die nächste Möglichkeit und wahrscheinlich die letzte Möglichkeit nutzen, um nochmal an Achim Sonnborn vorbeizugehen. Denn das ist jetzt, robbt sich hier Hundertstel um Hundertstel an. Achim Sonnborn bietet ihm natürlich nur die Außenbahn an, kommt hier aber mit sehr viel Überschuss in die China Beach rein und hat sich noch Platz 6 geholt. Das ist eine ganz hervorragende Leistung, sowohl von Timo Konitzny als auch von Achim Sonnborn. Der versucht hier nochmal zu kontern, aber das war ein wenig wild und sollte dann auch nicht belohnt werden. Aber hier haben wir noch eine Runde, denn dahinter ist gleich Sascha Ziefle. Der kommt jetzt jeden Augenblick über Start und Ziel und nimmt somit seinen Platz ein. Und da wird jetzt sich mit Sicherheit auch nicht mehr einmischen. Gibt hier Achim Sonnborn noch einen leichten Klapser. Das wird er verkraften können. Da kommt die Faust, Platz 1 für Sascha Ziefle. Dann gucken wir uns noch kurz Joyce Blöcker an. Auf Platz 2 kommt jeden Augenblick über Start und Ziel. Glückwunsch, ja, der ist fix und fertig. Und dann haben wir Martin Manteuffel, Chapeau, auf P3. Starke Leistung von Martin Manteuffel, kommt jetzt hier ins Karussell. Jeden Augenblick kommt er über Start und Ziel und dann hat auch er das Rennen hinter sich. Jawohl, freut sich, Podium für Martin Manteuffel. Und dann müssen wir nochmal kurz schalten auf Timo Konitzny, denn für die beiden ist das Rennen noch nicht vorbei. Achim Sonnborn hätte hier nochmal die Möglichkeit gehabt zu kontern. Das wird nichts, da lege ich mich fest. Demzufolge können wir auf Jürgen Fucke schauen, der jeden Augenblick ins Karussell fährt und dann auch er mit einer sehr guten Leistung ganz knapp vom Podium gescheitert. Jürgen Fucke auf P4 kommt jetzt über Start und Ziel. Herzlichen Glückwunsch. Und dann gehen wir auf Timo Konitzny. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Und da kann man fast sowas wie Freude sehen, ist aber momentan noch durch Konzentration überschattet. Jetzt die vorletzte Kurve ins Karussell, die letzte Kurve. Und dann geht es über Start und Ziel für Timo Konitzny und dann holt er noch P6 und da freut er sich zurecht, da freut er sich zurecht. Nummer 5, da ist er sogar auf dem 5. Platz, das kann ich fast nicht glauben, ist er da noch auf dem 5. Platz vorgefahren. Wer hat denn da noch gepatzt? Ist das der Chris Olm? Hat Chris Olm da vielleicht noch gepatzt? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich bin von P6 ausgegangen. Nein, Timo Konitzny
holt P1 und auch da sehen wir Sascha Ziefle, der ist fix und fertig, der ist froh. Ja, guckt noch mal kurz aufs Handy, gleich geht die Pokerrunde los, aber muss jetzt erst noch mal eine Runde im Podiumsinterview Rede und Antwort stehen. Da sehen wir das Ergebnis. Zweimal ERC Academy. Sascha Ziefle auf P1, Joyce Blöcker auf P2, Martin Manteuffel mit einer, ich wiederhole mich, hervorragenden Leistung auf P3 für die Funrace League. Dann Jürgen Fucke für Lame Ente Racing. Timo Kornitzny mit einer starken Leistung. Wir haben es gerade gesehen, wie er sich gefreut hat. Und dann ist es auch durch. Und wir gehen wieder ins Studio und schauen mal, ob wir vielleicht den ein oder anderen Interviewgast bei uns haben. Und dann schauen wir, dann haben wir Joyce Blöcker, Sascha Ziefle. Lieber Martin, wenn du das vielleicht im Chat hörst oder jemanden da hast, der ihm da eben vielleicht Bescheid geben kann und er weiß es noch nicht, vielleicht hat er ja Bock, da auch ins Interview zu kommen. Ansonsten hole ich jetzt erstmal, jawohl, da haben wir eine schon. Dann fangen wir mal mit Sascha Ziefle an und es ist mir wie immer eine Ehre und ein Vergnügen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg in Mid-Ohio zum Rennen 3. Ja, das sieht ja fast nach einer Wiederholung der Meisterschaft aus, oder? Abwarten. Du hast gesagt Rennen 3. Ich glaube, wir haben 6 Rennen. Das heißt, wir sind gerade mal bei Halbzeit plus ein Streichergebnis. Ich bin ganz froh, dass ich heute zumindest mal maximale Punktzahl abgeholt habe, endlich mal Pole und glaube ich auch die schnellste Runde. Das ist extrem wichtig, um mich nicht immer nur ein Punktweise abzusetzen, aber wie gesagt, Halbzeit und Joyce darf man nicht abschreiben. War das ein Wink mit dem Zaunpfahl oder ein Beschweren in Richtung von Punktevergabe? Nein, also ja und nein. Also das Reglement ist so, wie es ist. Von daher ist es für uns alle gleich. Ich habe, glaube ich, schon mal unter uns kritisiert, dass der Sieg tatsächlich zu wenig gewürdigt wird oder dass man mit einer fliegenden Runde und einer schnellen Runde zu viele Punkte gut macht. Aber jetzt ist es für alle gleich. Ich muss mich anstrengen, dass ich dann auch mal diese zusätzlichen Punkte hole und für nächstes Jahr kann man drüber reden. Aber jetzt ist es so. Alles gut. Sehr schön. Und dann holen wir doch mal deinem Lieblingszweikämpfer mit rein. Hallo Joyce und herzlichen Glückwunsch zu P2. Moment, wir schalten dich auch noch live in Farbe dazu. Jawohl. Das war ein spannendes erstes Renndrittel, muss man sagen. Was war denn da mit der Boxenstrategie? Bist du schlechter in die Box reingekommen oder musstest du nachtanken oder was war da los? Nee, ganz normaler Boxenstopp. Ich habe keine Ahnung, wo ich die 3,5 Sekunden verloren habe. Da kommt die Zunge. Erst die Bäckerfaust und dann die, wer war denn das mit der Zunge? Ja, aber ist egal, lass mal beiseite. Sascha, hast du da jetzt Start war ja okay, musstest aber abgeben an Joyce Blöcker. Der hat den Start, glaube ich, ordentlich geübt die letzten Wochen. Und dann hast du aber bei der Boxenstrategie einen rausgehauen. Da hast du ja also gut 3,5 Sekunden gut gemacht. Wie hast du das angestellt? Hast du nur hinten gewechselt die Reifen oder nur vorne oder nur eine Achse oder? Nee, das ist bei den Autos ja eh egal. Es wechseln ja eh alle gleich. Ja, wir haben gerade schon drüber gewitzelt über eine Stadt. Jetzt stehe ich einmal auf dem Pol und dann verliere ich den Start. Auch der Außenseite geschuldet, aber so what? Ich glaube, also ich habe die Boxeneinfahrt, denke ich, ganz gut getroffen, aber diese Strecke, zumindest war es bei mir so, frisst extrem Vorderreifen. Und als ich hinter Joyce war, noch viel mehr. Also ich hatte echt Probleme irgendwann. Und ich glaube, dass einfach den Undercut, den ich gemacht habe, bestimmt 2,5 Sekunden gebracht haben, weil diese frischen Reifen haben mich sofort eine halbe, dreiviertel Sekunde schneller fahren lassen. Plus die alten Reifen, die Joyce ja dann noch hat. Ich glaube, da kommt die Differenz her. Anders kann ich es mir nicht erklären. Okay, dann komplettieren wir doch mal die Lustrunde und haben wieder ein neues Gesicht oder zumindest eine neue Stimme beim Podiumsinterview. Hallo Martin und herzlichen Glückwunsch zu P3. Freut mich, grandiose Leistung. Erzähl mal, wie fühlt es sich so an in Höhenluft? Ja, moin, vielen Dank erstmal. Ja, freue mich tierisch, dass ich vor allem diesmal auch mithalten konnte. Bin ja in Daytona dazugestoßen, hatte dann leider irgendwie immer ein bisschen Pech. Und jetzt habe ich es mal nach vorne geschafft. Freue mich tierisch. Vor allem bin ich ganz froh darüber. Gar nicht so weit weg von Joyce und Sascha, das muss man ja auch mal sagen. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ja, war auch richtig gut anzusehen. Auch Jürgen Fucke heute mit einem starken Rennen auch relativ weit vorne gewesen. Ja, P3, das mag ja einiges verheißen für Road America sind wir in 2 Wochen. Wie sieht's da mit der Streckenkenntnis aus bei dir, Martin? Schon des Öfteren die amerikanischen Strecken gefahren, denn normalerweise sind sie ja nicht so beliebt. Viel fahren halt viel in Europa. Die amerikanischen Strecken werden da so ein bisschen vernachlässigt. Die DTM fährt da ja auch normalerweise nicht. Und gerade wenn man sehr simulationslastig unterwegs ist, sagt man ja, dann haben die Strecken auch mit der DTM-Fahrzeugen nicht zu suchen. Freust du dich auf Road America oder sagst du, haha, das war jetzt mit Ohio, war so meine Strecke und Road America, ne, da werden die Ergebnisse neu gewürfelt? Nee, Tatsache war mit Ohio gar nicht meine Strecke. Ich habe die Tage mit Jürgen, Achim und Marcel trainiert und ich war, glaube ich, der am lautesten über die Strecke geschimpft hat. Road America sind wir bei uns in der Liga auch schon gefahren. Also wir mischen auch immer bunt durch und fahren auch mal Strecken, die halt nicht jeder fährt. Deswegen kenne ich die auch. Die macht auch tierisch Spaß. Ja, mal gucken. Also ich bin gespannt. Also Laune macht die und bin ganz guter Dinge, dass es da vielleicht auch wieder weit nach vorne gehen kann. Joyce, wie sieht's bei dir aus mit Road America? Ich glaube, die alten Fahrzeuge sind wir da mal ganz gerne gefahren. Ne? Ich erinnere mich an der Session mit dir, mit den Gruppe 5 Fahrzeugen, glaube ich, sind wir mal da drauf gefahren. Ja, ich bin schon alles Mögliche in Road America gefahren. Also ich kenne die Strecke sehr gut, aber ich glaube nicht, dass mir die Strecke mit den Autos irgendwie liegt, weil es viele Kurven gibt, wo man wirklich viel Momentum mit reinnehmen kann oder muss, um schnell zu sein. Und genau das mein Problem mit den Fahrzeugen ist, dass vernünftig in die Kurve reinbremsen. Ich weiß nicht, wie Sascha das macht, aber bei mir funktioniert das nicht. Ja, musst du dir mal ein paar Tipps geben lassen. Sascha, den Ball mal weitergereicht. Was sagst du zu Road America? Ich finde es eine extrem schöne Strecke, aber sie ist auch lang mit vielen Kurven. Das heißt, so viel Zeit Fehler zu machen wie noch nie, da kommt es dann wirklich auf die 1, 2, 3 Runden an, die man dann zusammenkriegen muss. Ja, und im Rennen ja einfach keine Fehler machen. Ich glaube, dass es trotzdem wieder ein hartes Fight wird, auch wenn es vielleicht mal nicht eine der Strecken ist, die Joyce ganz gerne fährt. Wir haben viele lange Geraden, also da kann man dann vielleicht auch mal den einen oder anderen fehlenden Hundertstel, vielleicht Zehntel, mehr glaube ich nicht, dass es wird, wegmachen. Ich freue mich drauf. Und vor allen Dingen DRS, ein großes Thema. Einmal aus dem DRS-Fenster raus wird sich das in Road America eigentlich schon so gut wie erledigt haben. Das haben wir heute schon gesehen. Und wir hatten heute nur drei vielleicht Graden, wenn man sie so nennen mag. Aber da hat das DRS ja nicht richtig gegriffen. Das haben wir ja auch schon im Rennen gesehen. Das sieht in Road America definitiv anders aus. Ja, 2 Wochen Zeit. Wann geht's Training los, Martin? Hast du schon ein Setup für Road America und die 2014er? Oder ja, wenn du sagst, du bist nicht schon gefahren. 2016er sind ja ähnlich der 2014er. Wir sind mit den 16er gefahren. Mhm. Ja, ich denke, ich habe jetzt erstmal eine Woche Urlaub, bin tatsächlich nicht da, also frühestens nächste Woche. Dann haben wir auch in unserer Liga noch DTM-Saisonfinale, also in anderthalb Wochen Donnerstag kann das Training also nicht losgehen. Aber mir hat das auch gereicht. Ich bin tatsächlich auch nur Donnerstag, Freitag gefahren. Ja, und wenn Gnade den Leuten da vorne Gott, wenn denn das Finale gelaufen ist in der anderen Liga. Das heißt dann mehr Zeit und mehr Fokus auf die Liga hier. Ja, schön, dass ihr alle so schön da gewesen seid. Wir sehen uns nächste Woche wieder für die virtuelle Formelmeisterschaft, Sascha und Joyce. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder, Martin, oder hören uns dann vielleicht auch am Ende wieder, je nachdem. Finde ich gut, dass mal auch ein paar andere da aufs Podium rücken, für Sascha und ich, was sollen wir uns noch erzählen, Joyce und ich, was sollen wir uns noch erzählen, die Fragen sind immer die gleichen. Nein, Spaß beiseite, ich freue mich über jeden Besucher hier und hoffe dann auf ein spannendes Rennen in, wo geht's hin, Joyce, helf mir mal, Formel ist, glaube ich, irgendwo Asien, ne? Das dürfte China sein, glaube ich, Shanghai. Ja, genau, Shanghai, genau, da sind wir in Shanghai und in 2 Wochen dann Road America virtuelle Tourenwagenmeisterschaft und ich sage Dankeschön, freue mich auf nächsten Sonntag, vielleicht schaltet der eine oder andere von euch auch rein und sage wie immer, tschö mit Ö, bis bald und macht euch einen schönen Abend. Ciao. Ciao. Ciao.